Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Um zu erfahren, was wir bis hierhin alles erlebt haben, solltest du dir die vorherigen Folgen anschauen. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann lass doch einfach mal ein Däumchen unter dem Video. Ich würde mich freuen. Und nun viel Spaß. Ich, Oma Lizzie, ich möchte da jetzt nicht drüber nachdenken. Schau mal, ob alles im grünen Bereich ist. Ich gehe mal kurz mein Badewasser trinken, ne? So, ich schaue jetzt mal. Wir haben Weizen, rote Beete, Karotten, Kohl haben wir gesät, hä? Kohl ja. Haben wir gesehen, ja. Genau. Dann ist Hafer, Flachs, was fehlt noch? Roggen haben wir schon, aber ich habe es noch nicht angeschrieben. Roggen haben wir schon? Ich glaube, die sind am Wachsen, oder nicht? Ah nein, das ist Weizen. Dann machen wir jetzt die Roggen rein. Ja, wir können keine Roggen, glaube ich, oder? Du hast gesagt, alles außer Roggen. Es stimmt, Roggen können wir gar nicht, ne? Warte mal. Schau mal. Sieben. Im Säckchen, ja. Da. Stimmt, Roggen geht nicht. Aber dann lassen wir das bis nächste Jahreszeit, oder ja, nicht? Ja, dann müssen wir ja. Oder wir können, wir können den Roggen da reinschmeißen, wo der Weizen nächste Jahreszeit kommt. Nein, nein. Ach, jetzt wollte ich nach euch scheiß Mond gucken. Also, da haben wir jetzt, da ist auch Kohl. Hä? Hast du Kohl auf zwei Felder gesehen? Nein. Wohl? Dort, wo Weizen ist, hast du auch schon Kohl reingetan, oder? Feld 4. Das zeigt es mir an. Kannst du nicht beleugnen. Ich bin unschuldig. Nein, nein. Hier ist kein Mond drin. Kein Mond. Und im Inventar hast du auch keins. Nein. Wenn ich schaue, ob ich habe. Nein. Du hast dir in den Finger geschnitten. Wer? Warum, ja, Sonja, ich weiß nicht, warum tust du sowas immer? Ich verstehe das nicht. Aber wir haben auch keinen Moon. Ja. Ich weiß jetzt noch etwas. Und dann können wir dann los. Mach jetzt irgendwas rein. Was machst du jetzt? Ich finde meine Felder nicht! Glaubst du? Ich hab sie gefunden. Orientierung ist hier echt groß geschrieben. Kannst du nicht mal Straßen bauen, so wie jeder normale Mensch? Ja, auch wenn die. Aha, meinst du das dann besser findest? Glaub nicht. Hier ist Kohl drauf. Auf diesem hier ist Kohl. Hm? Ist das alles Kohl? Ja, einer ist ganz mit Das Kohl. Ist Kohl, ja. Und hier ist nichts drauf. Außer so ein bisschen Weizen. Ja. Und hier ist ein bisschen Weizen und rote Beete. Hier ist Karotte ein ganzes Feld. Ja, ja. Hier ist ein ganzes Feld Flachs und hier ist ein ganzes Feld Hafer. Mhm. Die sind klar, ja. Und ich mache jetzt hier hinten noch, was ich in der Tasche habe. Guck jetzt. Machst du mal wieder eine Riese durcheinander, da kommen wir wieder nicht raus. Dann mache ich hier nichts drauf. So, jetzt Schluss. Jetzt gehen wir. Nimm die Fische, wir gehen. Ja. Ah, willst du gleich zum Fischdings da? Ah, nein, wir müssen zuerst noch Schuhe machen, Andrina. Schuhe. Was machst du denn die ganze Zeit? Hier zuschauen. Ich bin beruhigt. Das beruhigt mich ungemein. Hat dir geholfen? Ich habe das ganz alleine gemacht hier, ne? Nein, 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 nicht ganz. Warte mal, ich schau mal, was wir in der Dings haben da. Pass mal auf, ich hole das ganze Zeug jetzt aus der Scheune raus, bis auf die Sichel. Weil das nervt mich ab, dass wir hier und da was haben. Da hast du dich jetzt durchgesetzt. Ja,
Ja, es ist eben schon einfacher, weißt wenn du. Hört sich leicht nach Mondanzug an, ja. Holzteller, was haben wir da? Feder. Mit Eisenerz. Warum schlägt er denn kein Flachs? Ah, nee, das Flachs. Er hat keine Arbeit. Ja. Oder sagt er? Außer du tust ihm Dung rein, dann kann er ein bisschen Dünger machen. Ich habe keinen Dung. Ja, eben. Und selbst wenn, das würde ich dann nicht hier reintun, sondern kann ich ja nur nicht da reinkeckern. Hallo Enno, einen wunderschönen guten Abend. Sieh zu, wie sie mich in den Wahnsinn treibt. So. Mit Wegen findet man die Felder besser. Vor allen Dingen, wenn sie beleuchtet wären, würde man sie gut finden. Ja, das ist halt jetzt noch nicht. Ich kann jetzt so. Ich gehe jetzt in die Näherei. Das könnten wir noch herstellen. Was auch immer du willst. Ist jetzt die Kessel da. Trink. Schläuche. Nein. Eimer mit Wasser. Eimer. Eben drei, wenn wir sie verkaufen. Aber wir haben ja genug Holz, oder? Wir müssen ja schauen, was wir haben. Ja. Wenn du von Fesseln sprichst, ne, habe ich Angst. Wer? Ich? Ja, Bondage ist heute nicht erlaubt. In dein Bett. Oh, da ist wieder ein Haus mit offenen Türen, Andrina. Da ist wieder ein Haus mit offenen Türen. Ja, wir müssen das Haus abreißen. Nein, das ist. Wo ist die Näherei? Hilfe! Guck mal, sie kennt sich in ihrer Innenstadt nicht aus. Wir müssen mehr spielen. Oh, für völlig Unabhängige haben die Entwickler oben einen Kompass eingebaut. Das setzt voraus, dass man den benutzen kann. Du jetzt mal im Ernst, ich finde die Näherei. Ich kann nur hören und mit halbem Auge schauen, ich spiele noch Matsch. Ja, Herr Fun, krieg die Räder da gut raus, es ist alles gut. Ich habe keinen Dung, doch ich schau mal in dein Bett, lol. Was ist denn heute schon wieder los? Falsch, schlag nicht, gib mir den Namen. Asi. Feldschuhe. Nur vier machen. Ist ein bisschen armselig, vier Bildschuhe. Aber haben wir schon 9 Tage? Nee, ne? Habe ich heute schon geflirtet? Nein. Wir flirten. Mach ich wenigstens was. Konnte nur vier machen? Wieso nur vier? How are you? Wie geht es dir? Komm, wir gehen gleich auf die Romantikschiene. Wie geht es dir? Du gleichst einem Wildschwein. Hab ich das nicht gerade im Chat gelesen? Oder was die Winzer? Wie, was ist jetzt hier? Ach, Menno. Wenn nur jeder so hart arbeiten würde wie du. Oh Gott. Ja, das ist jetzt nicht so. Er ist witzig, oder? Er ist witzig. Charakter. Du gleichst einem Wildschwein, ist ja dann ein Kompliment, oder? Ja, theoretisch schon, wenn ein kräftiger Typ ist. Wenn nur jeder so hart arbeiten würde wie du, dann würde nichts jemals fertig werden. -5. Und jetzt will er nicht mehr, das ist doch. Also flirten will gelernt sein. Du bist ein harter Hund, ich sag's dir, aber ich knack dich, weil du hast eine lange Nase. So, bist du fertig mit Stiefel machen? Ich hab nur 4. Was könnten wir noch machen, Andrina? Nichts. Ich gehe mal zu Hause gucken, was wir noch in der Kiste haben. Du meinst die wilde Hilde, Schwester von Geiler Geil. Warte mal, wo stand die Lampe jetzt? Da stand die Lampe. Schön.
So, wir haben hier noch Haferbrei. Den brauchen wir für die Quest. Kupferhammer, Kupfermesser, Rückkaufbogen, das kann man alles verkaufen. 10 Paar Schuhe sind hier drin. Was willst du denn noch verkaufen? Bäume im zu Hause. Du hast das in der Kiste. Also ja. Der Barschuh. Ja, komm hier her. Sonst nein, noch... ich bin beschäftigt. Der Barsch kannst du einpacken, Andrina. Mach mal auf, Kiste. Hallo Kiste. Jens. Einen wunderschönen guten Abend. So, den Haferbrei nehme ich mit. Ja, aber den brauchen wir erst für eine Quest. Den musst du nicht mitnehmen. Der Haferbrei? Ja, den brauchen wir für die Quest da mit dem Brot. Ach so, ja, deswegen musst du... Ja, ich verstehe. Jens. Den Barsch musst du mitnehmen, den Fisch, Andrina. Jens, hast du dir das gut überlegt, den 46. Monat mit einem Tier 2 Sub? Hast du dir das gut überlegt? Dankeschön. Oh, weia. Warte mal, wir haben die Quest doch angepinnt, ne? Weizenbrot, Haferbrei, Trockenfleisch, ja, Fischfilet. Also das Kupferzeug können wir alles verkaufen, oder? Welches Kupferzeug? Zeig mal. Recurve-Bogen. Der Kupferhammer, der 10%, den kannst du nehmen. Was? Der 10% Kupferhammer, den kannst du nehmen und verkaufen. Rückwerfbogen da ist ja nur noch 13%. Ja, da kann man auch verkaufen. Haben die Messer Steinsichel, auch? Steinsichel auch, wo 24% ist. Steinsichel und den Trinktrank auch? Ja, den brauchen wir auch nicht. Und den Stock, warum der hier drin ist? Ja, auch nicht. Andrina kann ja mal schauen, ob sie mit dem Emoji-Liebesruf die Riesenmuschel. Ist leider nicht dabei. Nein. Hätte ja sein können. You look lovely. Wenn ich das jetzt zu meinem Bulle-Wukuschea weg mache, ne? Was mache? You lovely. Ja, probiere mal. Hey, Meister, pass mal auf jetzt. Ich stehe hier so vor dir und dann mache ich diesen hier und dann ein Kompliment. You look lovely. Nothing is true. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Wenn ich diese Geigen jetzt hier höre, heißt das, komm, verschwinde, es ist Gefahr im Verzug. Was hörst du? Ja, du hörst leider diese Geigen nicht. Wo ist denn die? Die Frau ist doch schon wieder... Ist die immer noch in der Näherei? Nein, ich bin in der Plantage gewesen. Jetzt brauche ich... Wir brauchen nichts in der Bleiko... Wir müssen los! Ja, wir kommen gerade. Andrina. Ich brauche nur noch eine neue Axt zum Verteidigen. Wir können ja auch alles in... Ostoja war das, ne? Warte mal, ich habe Technologiepunkte. Geschickter Landwirt. Seht das aus da. Aber weißt du was, Andrina? Ja. Was denn? Was soll ich wissen? Pause. Das stimmt. Da gehen wir nachher los. Ich bin da ja drüber hinweggegangen. Ich dachte, das fällt dir heute nicht auf. Obwohl, ich muss dringend irgendwas... Aber da muss ich was essen erstmal, bevor wir das machen. Ja, ich auch. Hm?
Ah ja, Essen mit einpacken sollte man auch noch. Obwohl, ja. So. Es wäre schön, wenn ich noch ein paar Baumsamen finden würde. Das wäre noch schön. Ich hätte welche kaufen können. Nein, nein. Vielleicht finden wir. Das wäre noch schön. Vielen Dank, Lavisinchen und Grit und Manu und Andi und Helmut und Mike und Hexerle und Philipp. Oh. Wo ist hier der Dreiner? Wo ist der Dreiner hin? Der Dreiner ist schon weg, oder was? Mann, Mann, Mann. Wo ist sie eigentlich? Warte, warte, du kriegst jetzt auch Ton. Du kriegst auch Ton, so. Du stehst so weit weg von mir. Wir müssen jetzt, guck mal, jetzt ist der ganze Tag wieder vergeudet. Nein, nein. Stell schnell noch die Fischerhütte schnell hin. Auf etwas Neues. So, und zwar... Bei Kunstausstellungen sollte man auch aufpassen. Es gibt einen Unterschied zwischen barocker Kunst und barocker... Was? Zwischen barock... Barocker... Was? Ich glaube, ich stehe gerade auf der Kuh. Auf der Leitung. Schon wieder dunkel. Ich weiß, aber Faun darf ich nicht abspielen, Helmut. Ich mag Faun. Ich mag Faun, aber ich darf es nicht abspielen. Das ist urheberrechtlich geschützt. Ja. Das würde ich sofort abspielen. Das wäre das Erste, was mir in den Sinn käme. Ja. Das wäre das Erste, was mir in den Sinn käme, Faun. Gehen wir jetzt schon schlafen, sonst... Ja. Oder wollen wir unterwegs schlafen gehen? Weil wir müssen ja sowieso nach Dings hier. Wie heißt das? Warten wir schon. Aus Dingsbums hier. Nein, wir müssen nach Verwaltung, Tagebuch. Osteuer ist das. Ist die Fischquest. Ach, siehst du ja, Tagebuch, genau. Da muss man ja mal. Oh, ich kann reingucken. Nee, wo ist jetzt? Wo ist jetzt hier? Hä? Keine. Panik? Nee. Ah ja, keine Panik, ist die Fischquest, ja. Sieh dich am See um. Warte. Siehst du, da müssen wir zuerst nach Ostoja. Ach komm, wir gehen schlafen, ist düsteres. Nein, nach Skauki. Skauki ist die Fischquest, Andrina. Bist du sicher? Skauki, ja. 100%, das ist Fischer. Sind zwar beide Fischer, Dings. So bei mir ist Skauki. Es ist noch dunkel. Moment. Gilio ist noch nicht bereit zu schlafen. Guck mal, jetzt geht sie nicht mehr mit der Fackel ins Bett, jetzt geht sie mit der Kupferaxt ins Bett. Jetzt ist. Ich kann nicht. Ah, jetzt. Ganz ehrlich, aus diesem Stream gehe ich mit dem roten Auge und der kaputten Ferse. Kovus Korax, ja! Ja, Lavisinchen! Das sind alles Mittelalter-Bands. Korax. Warum kenne ich aber. Ja, Kovus Korax ist auch Mittelalter. Sehr geile Musik, sehr geile Musik. Aber können wir nicht nehmen. So, wo müssen wir hin? Nach Skauki? Ja. Na gut, dann mache ich da den Dings hin. Wir müssen 1400 Meter in die Richtung. Und bitte, ne? Was? Oh Gott. Hab ich doch gesagt, die Fischquest ist in Ostovia. Nein. Ich zeig es in Skauki an. Aber die Nein, Brotaugen waren in Ostovia. Also ich habe ein Tagebuch und dann habe ich eine Panik, seit ich am See um. Ja, Quest verfolgen. Ja, das so. Habe ich. Und das zeigt mir Kaukia. Daran, nee, Ostovia. Warte. Siehst du doch Ostovia? Nein, es ist Kauki, Andrina. Und dir zeigt es da ja. Guck da. Links ist aber auch. Wieso denn? Ich habe ja. Du musst die richtige Quest verfolgen. Hani? Hani? Na, Hanu nie. Mama? Hanu nie. Tagebuch? Wie heißt sie? Keine Panik. Keine Panik, ja. Ja. Da habe ich raufgeklickt. Da ist jetzt ein Ausrufezeichen. Da habe ich Quest verfolgen. Ja, ich auch.
F? Wir haben die Rotaugen auch nach Astovia gebracht. Zähl jetzt nicht. Sie glaubst. Warte. Nein, bei mir zeigt es Astovia nicht an André. Habe mal einen Link zum in Discord zum Thema GEMA-freie Mittelaltermusik. Ja, sehr schön. Guck ich mir an, Andreas. Nein, es kauke ich bei mir, Andrina. Ich habe in Astovia Was ja, ist mehr wert, Euro oder Schweizer Franken? Schweizer Franken ist mehr wert. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal, nein, wir machen kein Glücksspiel. Wir gehen jetzt mal eine Wette ein. Was wetten wir? Lira. Ja, türkische Lira. Ja, Lira. Ich gehe jetzt hier lang. Wo bist du jetzt? Wo ist jetzt Sandrina? Nein, falsch. Ich gehe jetzt hin zu den Bären. So gehst du übers Wasser? Klar gehe ich übers Wasser. Ich bin Jesus. Ja, dort hat es aber Wölf. Das macht nichts. Ich habe zu viel Tore gesehen. Ich habe zu viel Tore verfolgt. Guck mal, da ist sie ja schon. Ja, siehst du. Wo gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt über den Berg. Valhalla. Ja. Bin ich aber nicht so ganz so bewandert, aber habe ich auch schon gehört, tatsächlich, André. Guck mal, ein Fuchs. Lass den Fuchs. Und Dachse sind auch tabu. Wenn er mich in Ruhe lässt, wo bist du? Der arme Jason soll dich in Ruhe lassen? Warum das denn? Oh, that's da waren wir schon. So geht's gleich. Leer. Immer leer. Dann ist ein Haus, Andrina, oder was ist das? Nein, das ist kein Haus. Wo ist Andrina? Da. Ich bin extra stehen geblieben, guck. Ja, das ist lieb. Dachse sind böse. Das erzähl mal dem Jason, du. André, das erzähl... Guck mal, hier ist eine Kiste. Eine Kiste. Aber ich glaube, die habe ich schon leer gemacht. Kannst ja mal gucken gehen. Und hier ist Ton, den haben wir auch schon abgebaut, tausendfach. Leder, zwei. Ja, sehr schön. Benz, drei. Sehr schön. Salzfleisch, das kann ich verkaufen. Corvus so. Corax magst du auch? Und guck mal hier, sind die Mittelalterfreunde, du. Guck an. Sehr schön, sehr schön. Merseburger Zaubersprüche ist cool. Hast du eigentlich ein, wo man Musik reinstellen kann? Wie ich höre gerade was, warte mal. Oder warst du das jetzt? Was kann ich wohl? Hab ich doch gesagt, ich hab was gehört. Hat's nur eine? Ich habe nichts gehört. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Ah, mein Herz. Ja, so ging es mir gestern mit dem Krokodil. Ja. Lach nicht. Ich hatte Herzstillstand. Das habe ich noch gesehen. Dann müsstest du, Andi, dann müsstest du ja auch schon MPS kennen, ne? Das MPS. Ja, muss mich heilen. Jetzt schiebt sie sich den Breitwegerich wieder rein, ne? Ja, ja. Ich muss ajour sein. So. Gut. Das ist schon wieder weg. Sie lässt mich wieder alleine. So was würde ich nie tun. Ja, ja. Das ist die Taube. Mensch, erschreck mich doch nicht so. Wenn wir jetzt sagen, dass uns das leid tut, Enno, dann würden wir lügen. Und du weißt, Lügen haben kurze Beine. Jetzt weißt du, warum Manu so kurz ist. Ah, so gemein. Oh, herrlich. Das war die Retourkutsche von vorhin. Oh, Enno, danke schön für die 100 Bits. Dankeschön. Oh, herrlich.
Das war, weil du vorhin so gemein zu mir warst. Wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oh, nochmal eine Kiste, oder? Was ist das? Ah, nein. Das ist ein Berg. Oder? Was ist das? Mutter! Mutter! Das klingt ein bisschen türkisch.